Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von The Last of Us Part 1. Es ist ein bisschen Zeit vergangen und wir sind hier auf der Autobahn. Wir haben unsere Ausfahrt hier zum Krankenhaus, Vacation Safe Zone. Ich wette, das Ganze wird nicht so safe sein. Und ja, es kann sein, dass ihr irgendwie Geräusche von außerhalb hört. Kind oder sowas, aber ich habe das Fenster offen, es ist einfach zu warm in meinem Studio. Na, was haben wir denn Schönes in dem Camper? Gott. Oh ja. Vermutlich alle tot. Das. Also ja, sind alle tot. Das sind die Leichen. Materialien. Messer haben wir 3. Da könnte man noch was herstellen. Voll. Naja, okay. Leg das mal weg, bitte. Ich habe gestern vom Fliegen geträumt. Ach ja? Ja. Fliegen Sie mit Air West. Neues Luxusflugzeug ab November 2013. Tja. Ach, egal. Es war ein blöder Traum. Ich frage mich halt, wie lange geht die Story denn noch? Wird das jetzt der letzte Aufenthalt sein? Das ist eine ziemlich kurze und steile Abfahrt für eine Autobahn. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ich gehe mal nicht da rein. Sieh dir das an. Wie überall. Eine verwaiste Quarantäne-Zone. Level 4 Containment Protocols. Aber das Krankenhaus sieht eigentlich noch ganz gut im Schuss aus. Okay. Das Krankenhaus, das die Fireflies meinten. Komm schon. Na, fuck. OBS meint, kann er noch maximal eine Stunde aufnehmen. Dann ist die Platte voll. Ja, das ist... Es ist echt krass, wenn man das hier verlustfrei in 60 FPS aufnimmt. Dann haben sie 45 Minuten knapp 200 GB. Das ist so krass. Vielleicht geht es hier durch, ha? Huh? Das sieht ja eigentlich ganz nett aus. Und ich sehe Goodies. Gib, gib. Du hast 45 Zusätze. Fertigungszeit, Heiltempo. Das wäre irgendwie geiler. Messermeister. Verwendung eines Messers, um diesen Klickerangriff zu befreien, wird nur ein Messerhaltbarkeit verbraucht. Ah, ich spare auf das noch ein bisschen. Nein, ne? Ist okay. Ja, na klar. Du bist nur irgendwie so still heute. Oh, tut mir leid. Nein, es ist nicht... Schon gut. Ist es immer noch die eine Sache, die dich jetzt so... beschäftigt? Na, was haben wir denn hier? Lucia, wir haben es bis in die Quarantänezone geschafft. Ich wollte dich anrufen, aber in dieser Stadt sind alle Telefonleitungen ausgefallen. Sie sagen, sie könnten Briefe in andere Zonen befördern, obwohl es vermutlich ein, zwei Wochen dauert, bis er dich erreicht. Uns geht es gut. Hannah spricht viel von dir. Sie vermisst dich sehr. Ich war überrascht, wie ruhig und erwachsen sie sich inmitten all dieser Wahnsinns verhält. Mir kommt es vor, als wäre ich hier der Emotionale. Meistens ist sie es, die mich tröstet. Wir haben sie jetzt gut, also wir haben sie gut erzogen. Ich hoffe, auf deiner Seite des Landes ist alles in Ordnung. Und ich sehe mich danach... möglichst bald deine Stimme zu hören. Ich liebe Graham. Wir hatten ja keine Ahnung. Ja. Haben wir hier hinten noch etwas? Da blinkt was. Yes.
Also ein Ausgang wäre jetzt nicht schlecht. Wo muss ich denn hin? Ja, nehmen wir doch die Leiter. Ja, Ellie? Und auf geht's. Und Ellie ist nicht da. Ellie. Ellie. Was? Die Leiter. Komm schon. Gut. Ansonsten, wir können gerne über alles reden, ne? So, probieren wir es nochmal. Was war das? Oh mein Gott. Was ist los? Moment mal. Ellie? War das nicht der Bereich, wo hier so ein Zoo ist und die ganzen Tiere rumlaufen? Achso, nein, nicht. Nein, komm, platzieren und dann raufgehen. Rauf, 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 rauf. Das musst du dir ansehen. Was ist denn? Ich sehe gar nichts. Ja, ist jetzt nicht sehr speziell. Ich finde es sogar eher schlecht, dass hier keine Leute sind. Was zur Hölle? Was ist denn? Ha! Eine Giraffe. Ich hab's doch gewusst, da war doch was. Soll das ein Scherz sein? Mann, steckt sich von mir. Komm, Beeilung! Da! Was zur Hölle? Gleich zwei? Okay, das ist irgendwie cute. Wenn hier Giraffen rumlaufen, wie sieht es dann aus mit Tiger und Löwen und sonstigen Raubtieren im Zoo so sind? Oh. Schon gut, schon gut. Was machst du? Ist okay. Komm her, komm her. Hey, du. Na los, komm her. Na schon. Hallo. Das ist echt cool. Hier, komm! Hinterher! Langsam, Kleine! Komm schon! Solche Momente machen das Leben doch lebenswert. Ja, Moment mal. Muss mir erstmal umsehen hier. Achso, ja, von da sind wir gekommen. Okay. Ich will doch hier keinen Loot verpassen. Eine ganze Herde. Wow. Sieh dir das an. Ja, das ist wirklich schön. Hey, warum kann ich nicht mit dir reden? Ich hab die... Ah, jetzt. Und? Ist es so, wie du es erhofft hast? Es gibt Höhen und Tiefen, aber die Aussicht ist echt klasse. Naja, vielleicht kommen wir ja da auch runter.
Wir müssen das nicht tun. Das weißt du, ja? Was bleibt uns sonst übrig? Zurückgehen zu Tommy und die ganze Sache einfach vergessen. Nach allem, was wir durchgemacht haben? Alles, was ich getan habe. Das kann nicht umsonst gewesen sein. Der Menschheit wird es auch helfen. Die Frage ist, hat es noch Wissenschaftler, die da halbwegs in die Richtung forschen können? Hör zu, du meinst es nur gut. Aber hier gibt es keine halben Sachen. Wenn wir fertig sind, kannst du das Ziel bestimmen. Okay? Ja, beziehungsweise gemeinsam bestimmen. Bringen wir es hinter uns. Okay, das war definitiv mal ein kleines Lager hier. Nice. Goodies. Ich glaube, hier geht's raus. Ja, na klar. Wir können natürlich... Na, das weckt Erinnerungen. Wie kommt's? Was denn? Es war kurz nach dem Zusammenbruch. Ich war in so einer Notaufnahme. Und wo man hinsah... Alle suchten hier nach ihren Angehörigen. Die ganze verdammte Welt war verrückt geworden. War Sarah da schon gestorben? Ja, war sie. Es muss schlimm sein, seine Tochter zu verlieren. Zu verlieren, was man so liebt. Tut mir leid, Joe. Schon okay, Ellie. Ah, yes. Noch mehr Goodies. Dankeschön. Oh, da hatte jemand Spaß. Bei dem ganzen Blut hier. Okay, ich glaube, das war's. Können wir das hier noch aufmachen? Ja. Geil. Neues Werkzeug. Neue Stufe. Geil, geil, geil. Stufe 5. Jetzt wäre die Werkbank nicht schlecht. Ich würde sagen, wir gehen mal in das Zelt da rechts hinten. Und da ist es aber voll am Leuchten. Und das ist auch die Werkbank. Geil. Oh, 25. Gib, gib, gib. Karte, Körtein. Na komm, nimm. Dankeschön. Okay, dann an die Arbeit. Okay, was wollen wir machen? Feuerrate, Feuerrate, Nachhaltigkeit. Was können wir bei euch machen? Reichweite, Ziehtempo. Reichweite. Schaden. Ich glaube mal, ich mache bei dir mal die Reichweite. Auch wenn wir es noch gar nicht genutzt haben. Schaden. Schüsse mit dieser Waffe verursachen. Oh, nee, ich mache das. Plus 100%. Ist dann extra Feuer. Gut, dann haben wir eh kein Zeugs mehr. Das sieht gut aus. So, Ellie, ich bin fertig. Wir können weitermachen. Frage ist,
Ja, denk mal hier durch. Hey Joel, ich hab was für dich. Was denn? Hier. Maria hat's mir gezeigt und ich hab's geklaut. Das ist doch nicht schlimm. Das Foto. Tja, was man auch immer versucht. Die Vergangenheit holt einen ein. Früher oder später, ja. Danke. Okay, nee, der steht auf jeden Fall nicht mehr auf. Also der Panzer sieht eigentlich verhältnismäßig noch gut im Schuss aus. Ah, irgendwelche Goodies bei der Bushaltestelle? Nee. Ach nein. Warum muss es immer Tunnel sein? Dieses Mal läuft es anders. Ich weiß es. Wie meinst du das? Sie werden da sein, die Fireflies. Ich bin ganz sicher. Ich bin mir da nicht so sicher. Haben wir noch nicht mal einen Vorposten oder sowas gesehen. Kann man hier rauf? Ja. Es scheint safe zu sein. Was bist du da hinten? Bloater. Na, naja, super geil. Wir nehmen mal dich. Dort direkt hinter dem Ding ist einer. Okay, wir dürfen ihn einfach nicht aggro machen. Okay, wir warten, bis er wieder nach hinten geht. Na, komm wieder vor. Komm weiter her. Er ist nicht Akkorborn. Okay. Er ist da hinten. Okay, er darf mich nicht sehen. Dreh dich wieder um. Dreh dich um, dreh dich um. Sehr gut. Sei leise. Komm jetzt. Scheiße Ziel. Fuck. Das war nicht wie geplant. Mehr. Mehr. So eine Scheiße.
Naja, aber Bloater ist nicht abgegangen. Ich habe einfach manchmal viel zu viel Glück. Oh mein Gott. Das sind so viele. Gewesen. Einfach weitermachen. War's das? Sind ja noch mehr? Oh, scheiß Taschenlampe. Okay, hier scheint keiner zu sein. Dass irgendwas bracht, dass wir jetzt hier reingegangen sind. Gut. Oh ja. Oh, und DLS ist mal wieder am Verrücktspiel. Ah, ich möchte eine andere Waffe. Oh, meine Schrotflinte. Okay, unser Spürsinn sagt, hier ist nichts. Bleib hier. Ah, da hinten. Fuck, Bloater. Wie komme ich an dir vorbei? Es sind zwei fucking Bloater. Scheiße. Warte mal, kann ich hier nach hinten gehen? Ey, das ist ja unmöglich. Oder soll man da auf Konfrontation gehen? Wenn der Klicker jetzt wieder weggeht, dann werde ich mir den da unten mal schnappen. Oh, beziehungsweise, ich sollte mir mal ein Messer machen. Ah, Medkit wäre auch nicht schlecht. Ich würde das nicht besser ein Dreier-Ding machen. So, offiziell kaum Munition mehr. Ja, ich würde sagen, wir machen die Haut drauf Methode. Lauf, 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 lauf. Ellie, komm schon. Fuck. Komm her. Ist er jetzt tot oder was? Nee. Komm her. Ah, komm her. Fuck. Munition geht aus. Nein, 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 scheiße. Fuck. Shit. Bleib hier. Ich glaube, ich habe gar keine so schlechten Chancen. Pfeil haben wir keinen.
Schaffst du das von da? Okay. Und dann noch mehr. Fuck, auf damit! Fuck, Alter! Hör auf! Mann! Joel! Okay, ich brauche eine andere Waffe. Geh weg! Fuck! Weg! Alter, stirb jetzt! Dankeschön! Knapp! Okay, Munition einsammeln. Ja, das war jetzt nicht so geil. Aber immerhin hat sie Gutes. Und diese Knarre da, ey, die hat's echt drauf. Hast du noch? Oh ja, geil. Hier noch Gutes. Ah, da war noch was. Und bei dem anderen Collision. Yes. Komm. Yep. Dankeschön. Da oben. Also das sind nur die Bricks. Ich wäre mit die erstmal dabei. Okay. Mein, die spielt gerade verrückt am Rechner. Die Kiste wäre ein guter Tritt. Ellie, geh da hoch und stoß die Kiste runter. Ich meine, die Aktion hätte doch eh nicht geklappt, wenn die Bloater hier rumlaufen. Okay. Andererseits, es wäre mal interessant gewesen, wie effektiv der Flammenwerfer gegen die Großen ist. Beim nächsten Mal probiere ich es mal aus, aber ich darf einfach nicht zu nahe kommen. Oh, Scheiße. Was denn? Leise. Was hast du jetzt gesehen? Alles klar. Ich glaube, hier kriegen sie uns nicht. Okay. Ja, Ellie, springst du da drüber? Pass auf hier. Das Wasser scheint tief zu sein. Hey, das machen wir, wenn's vorbei ist. Was denn? Du bringst mir Schwimmen bei. Na klar doch. Das hätte ich ehrlich gesagt schon viel früher gemacht. Jetzt? Ich komme da nicht dran. Ja, wir werden halt tauchen müssen. Na, hier raus und dann wieder nach oben. Ah, okay. Ich bin jetzt drüben. Cool, dann lassen wir jetzt die Leiter runter. Okay, Moment. Und wenn du hier drüben bist... Ach so, nach da oben. Okay, I see. So, da, einmal eine Leiter für dich. Bitte schön. Was? Nein, nicht ablegen. Kannst du sie bitte... Ja, nehmen bitte. Danke.
Okay, bleib einfach am Rand. Da ist es flacher. Ja, ansonsten jump mal rein und tun sie retten. Komm mal auf hier. Ich geh schon mal nach vorne. Soweit bis... Comic. Da ist noch einer. Jumpen? Okay, ich brauche was für Ellie. Jetzt vermutlich irgendwo hier drin. Es ist eisig. Hä, was? Wo konntest du da... Ah, ich hinterfahr's nicht. Okay. Und noch eine versperrte Tür. Ja, nicht ganz. Wir können ja hier drüber. Okay. Hier mit dem Fuß. Okay. Na komm. Mach die Tür auf. Pass auf! Alle! Alles klar? Ja. Ich hab mich nur erschreckt. Munition. Mann, wird echt Zeit, dass die vernichtet werden. Ja, leider gibt's halt ziemlich viele Menschen mit. Wird ein bisschen lange dauern, bis die Zombies hier weg sind. Da hat's noch eine Werkbank. Was haben wir denn? Ja, wir haben zu wenig Zeugs. Ja, wobei, 36. Oder irgendwas machen. Zielfernrohr bei dem. Reichweite, Pistolen. Kapazität bei dir. Dafür habe ich... Money? Okay. Dankeschön. Ja, sieht sauber aus. Komm, Joel, geh mal. Das wird uns helfen. Ja, einmal weniger nachladen. Du bist aber zu stark. Kopf runter. Sieh mal! Da ist es! Ja, stimmt, ist wirklich nicht mehr weit weg. Okay, cool, da ist ein Fisch drin. Wie kommst jetzt du darüber? Ich schau mal ganz kurz. Ist das wieder so ein Teil, was unter Wasser ist? Was haben wir da? Ah, ist das schlau, was ich hier mache? Unterwasserleichen. Oder hätte ich das sowieso machen müssen? Was ist das hier? Ich muss da hochkommen. Okay, ja, und wie? Ah. Ich sehe. Von da. Und das bringt uns jetzt was genau? Ach so. Weil du hier oben bist. Okay. Okay, los, bring mich rüber. Also, Ellie, dir Schwimmen beizubringen, ist wirklich Priorität Nummer 1. Es wird sehr viele Sachen erleichtern.
So, einmal rauf. Okay, rauf da. Okay. Okay, gut. Ich bin drauf. Vorsichtig. Ich hab dich. Also nur mal so eine Frage. Wie kommen wir jetzt da drüber? Joel, kannst du drüber springen? Ich schaff den Sprung nicht. Okay, ich sehe. Da ist die Leiter. Dankeschön. Wow, was zum... Was ist passiert? Verdammte Leiter ist hin. Und jetzt? Ich überlege mir was. Ja, ich sehe die Lösung. Wir werden jetzt hier nach oben gehen. Und auf der anderen Seite wieder runter. So, nehmen Sie mal mit. Aber Ellie könnte auch da irgendwie am Rand sein und uns irgendwie ein bisschen hochziehen. So, oder mit der Leiter. Was? Nein! Nicht tragen! Ah! Joel, du bist wieder runter. Ihn regt's auch schon auf. Okay. Wieder runter. Perfekt. Okay, gute Idee. Irgendwie. Also ich kann mir das jetzt auch mal eingebildet haben, aber ich dachte, ich habe gerade sowas wie einen Wolf gehört. Oh Mann. Was denn? Nicht vorgehen. Du kommst mir danach. Oh. Okay, ich folge dir. Ah, eine ganz kleine Strömung hier. Aber sieht geil aus, muss ich sagen. Komm, rauf hier. Irgendwas wird sich doch hier bewegen, oder? Okay, na komm, spring. Und du fängst mich auf? Ich fang dich. Das schief geht. Siehst du? Hast mich nicht mal gebraucht. Nicht hier runter von diesem Ding. Ja, ist eine sehr gute Idee. Das sieht nicht mal allzu stabil aus. Ich hab's doch gewusst. Fuck. Komm, 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 komm. Nein. Alter, komm, nach vorne. Alter, das kann's doch nicht sein. Joel, komm jetzt! Was willst du, dass ich tue? Oh. Ellie! Fuck! Gib mir die Hand vor! Ciao, raus da, raus da, raus da. Scheiße, komm. Ciao, gib Gas. Alter, ciao, schwimm, 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 schwimm. Schnell, 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 schnell. Oh. Komm schon.
Hände hoch! Sie hat mit nicht. Nimm endlich die Hände hoch! Komm schon! Willkommen bei den Fireflies. Tut mir leid wegen... Sie wussten nicht, wer du bist. Und Ellie? Es geht ihr gut. Sie ist auch hier. Es war so ein langer Weg. Wie habt ihr es geschafft? Sie war es. Sie wollte es unbedingt. Vielleicht ist es auch Schicksal. Ich habe auf dieser Reise viele Leute verloren. Ich habe fast alles verloren. Und dann taucht ihr hier auf und wir finden euch gerade noch rechtzeitig, um sie zu retten. Ja, vielleicht ist es Schicksal. Bring mich zu ihr. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Wir kümmern uns. Schon gut. Ich will sie sehen, bitte. Das geht nicht. Sie wird gerade für eine Operation vorbereitet. Was denn für eine Operation? Die Ärzte sagen, dass der Cordyceps, der in ihr wächst, irgendwie mutiert ist. Deshalb ist sie immun. Wenn er entfernt wird, können sie daraus einen Impfstoff entwickeln. Einen Impfstoff. Aber er wächst auf dem Gehirn. Das stimmt. Sucht jemand anderes. Es gibt niemanden. Hör zu, du zeigst mir jetzt... Aufhören! Ich verstehe dich. Aber was immer du gerade durchzumachen glaubst, ist nichts gegen das, was ich fühle. Ich kenne sie seit der Geburt. Ich habe ihrer Mutter versprochen, für sie zu sorgen. Wie kannst du das hier zulassen? Weil es hier nicht um mich geht. Oder um sie. Es gibt hierbei keine andere Wahl. Ja, red dir diesen Scheiß nur weiter ein. Los, bring ihn hier raus. Wenn er sich wehrt, erschieß ihn. Was? Das ist unsere einzige Chance, Joel. Ich meine, es ist eine echt harte Entscheidung, aber ich wäre dann auch für die OP. Ich meine... Impfstoff geben, das Ganze. Auf. Aber wenn es halt irgendwie auch eine andere Option gibt, neben der OP... Los. Kann man nicht wenigstens einfach eine Probe entnehmen oder sowas? Beweg dich. Ich warte nur drauf. Der Typ sagt... Was soll der Scheiß? Geh weiter. Na los, geh weiter! Wo ist der Operationssaal? Na los, red schon. Wo? Wo? Oben den Gang runter. Der Schmuggler, er ist hier drin! Fuck. Okay. Dann hätten wir das auch mal erledigt. Aber liebe Leute, ich würde sagen, Ellie, retten wir in der nächsten Episode. Es ist schon wieder an der Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch vielleicht einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Und wenn ihr ganz krass seid, dann werdet ihr sogar Kanalmitglied und dann seht ihr die ganzen Folgen
schon im Vorhinein. Unterstützt mich dabei. Bis dann, bleibt gesund. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.